Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Szenario emotionale Achterbahn. Und uns fehlt noch ein emotionales Gemälde und ich, ja, wütend den Sim beruhigen und das mit der, mit dem Beschämtsein. Sie ist jetzt zwar ein bisschen beschämt und auch hier ein bisschen traurig, aber es reicht nicht aus. Ich würde jetzt auch sagen, sie geht jetzt direkt auch mal nach Hause, denn sie ist ja müde. Es ist jetzt schon 22 Uhr vorbei und dann. Ja, dann werden wir mal gucken. Ich hätte eigentlich ganz gerne, wäre ich vielleicht hier mal so vorbeigegangen, aber egal. Ja, Oku ist irgendwie verschwunden gewesen, also er hat ja was zu essen gemacht und ist einfach abgehauen. Keine Ahnung, wo er dann abgeblieben ist oder wo er hingegangen ist. Ja, okay. Und ich glaube, ich lasse sie jetzt erstmal duschen, oder? Oder lasse ich sie erst schlafen? Nee, ich lasse sie erstmal kurz schlafen. Und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich das mit dem Beschämtsein am besten mache. Also, es wäre ja ganz gut, wenn dann jemand hier wäre. Würde das was machen, wenn ich Uko zum Beispiel zu uns einlade, dass er hier sozusagen wohnt? Oder ihn einfach, ja, ihn einfach rufe, in dem Sinne. Wir könnten ihn auch einfach anrufen, gleich mal. Reste nehmen. So, genau. Steh mal auf, nimm mal Reste. Wann müssen wir anfangen? Um 9 müssen wir anfangen. Wir könnten den Uku dann mal hier auf den. Warte mal, wie mache ich das am dümmsten? Einladen auf aktuellem Grundstück. So, da ist er schon. Habe ich ihn schon eingeladen? Insider-Story erzählen. So, von Essen schwärmen. Ich weiß, dass du stinkst, aber ich habe da was Bestimmtes vor mit dir. Na, irgendwie klappt gerade meine Maus nicht mehr. Ich weiß auch nicht. So, warte mal. Ich gehe mal hier hin. Kann ich ihn irgendwie mitnehmen dorthin? Hallo. Warum tust du nichts? Was ist denn jetzt wieder? Hallo, Ario. Hallo. Geh mal dort hinten rein. Komm schon. Geh mal da rein. Lass mal. Wir haben nur noch eine Stunde. Komm schon. Und dann könnte ich den herbeirufen. Geht das denn nicht auch immer? Da. Wartet mal, warte mal. Er kommt ja schon so ein bisschen nach. Aber ich kann mal so sagen, herbeirufen. Kommst du mal? Okay. Und dann gehe ich mal direkt die nachdenkliche Dusche machen. Komm schon rein, komm rein, komm rein. Ich bin mal gespannt. Oh nein, der kommt nicht rein. Why? Das war doch meine Absicht, dass du reinkommst, damit ich beschämt werde, Mensch, Junge. Oh Mann. Das ist irgendwie gerade nach hinten losgegangen. Okay, kann ich dich bitten, sich dem Haushalt anzuschließen? Jawohl. Jawohl, ja. Geht das oder habe ich dann hier die emotionale Achterbahn unterbrochen? Auch das ist natürlich immer sehr, 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 sehr spannend. Wir können auf jeden Fall noch ein selbstsicheres Bild anfangen, würde ich mal so sagen. So, komm schon. Mach mal hin, ne? 20 Minuten müssen wir los. Bis dahin. Was ist denn hier los? Ja. Okay, wir müssen zur Arbeit. Ja, bis 13 Uhr geht es jetzt auf die Arbeit. Ach so, da war ja das, was wir das letzte Mal hatten. Das ist jetzt ja nicht mehr vorhanden, dass wir irgendwie Anerkennung brauchen oder so. Da war irgendwas. Das ist nicht mehr vorhanden. So, er ist jetzt zu Hause und deswegen. Er ist meinen Kühlschrank leer. Ich weiß ja nicht wirklich, ob ich möchte, dass er bei mir einzieht. Ich weiß es nicht wirklich, aber es würde halt einfach einfacher machen. Oh, oder könnte ich sagen, Übernachtungsbesuch? Hey, wartet mal, bevor ich ihn einlade, dass er hier bei mir wohnt, könnte ich einfach nur sagen, hey, Übernachtungsbesuch, oder?
Der bleibt dann so ein paar Tage einfach bei mir und vielleicht können wir da so ein paar Emotionen durchmachen. Ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung, für eine beste Beziehung. Warum ist Post gekommen? Was ist das für eine Post? Was ist das für eine Post? Montag gibt es doch Rechnungen, dachte ich. So, ich bin immer noch selbstsicher tatsächlich. Angst besiegt. Ach so, weil ich diese Angst besiegt habe eben. Dann ess wenigstens auf. Jegliche Obergrenze. Oh, ich bin befördert worden. Yay. Ich bin jetzt Verkaufsflächenangestellte. Okay, bekomme ein bisschen mehr Geld. Das heißt, ich muss sogar hier was machen, nämlich Charisma aufbauen. Okay, na gut. Naja, gut, so. Sehr genau, selbstsicheres. Warte mal, dann könnte ich. Wie kann ich die denn. Okay, wartet mal. Ich meine, das ginge irgendwie. Hier, Übernachtungsbesuch hinzufügen. Dann machen wir unseren Uku. Bist du bereit, diesen Übernachtungsbesuch zu starten? Das Erlaufen der Ereignisse werden beendet. Okay. Ich hoffe. Also er bleibt Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, so wie es hier aussieht. Ja. Ereignisse. Okay, mein Szenario ist nicht das Ereignis. Und guck mal, er bringt seinen Koffer hier mit. Genau. Wir brauchen auch ein Bett. Das mache ich gleich mal. So, genau, wartet mal. Wir haben ja ein bisschen Geld geerbt, ne? Deswegen. Können wir da so ein bisschen gerade noch was machen? Ich wollte ja sowieso ein bisschen umbauen und genau, dann würde ich jetzt nämlich sagen, das verkaufe ich und ich verkaufe, ich meine, ich kaufe ein Doppelbett. Ein Doppelbett, das hier auch reinpasst. Wartet mal. Ich würde tatsächlich mal gucken, Pack Inselleben. Das gucken wir mal. So, das ist ein Doppelbett oder das wäre ein Doppelbett. Sieht es so aus? Ja, ne? Ja. Genau, alle Anzeigen. Okay, dann nehmen wir das da. In was für einem schönen Farbe. Oh. Ein bisschen blau. Das sieht ganz gut aus. Ich muss gestehen, das ist ein bisschen eng hier. Da kommen sie wahrscheinlich nicht vorbei, ne? Das kann ich mal da hinstellen. Ich hatte ja schon gesagt, dass mir das eigentlich gar nicht so gefällt, dass man da direkt ins Schlafzimmer gucken kann. Aber okay, warte mal, dann machen wir das mal hier. Das ist sowieso mehr dazu gehörig oder passend. Was haben wir denn da? Nämlich Ottomanen. Nee, ich hätte gerne so einen Beistelltisch. Ah, sowas in der Art, genau. Weiß auch nicht, welche Farbe ich dann am besten nehmen werde. Gucken. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich will eigentlich gar nicht so mich lange beschäftigen mit verschiedenen Sachen, was ich aufbaue, etc. So, meine Katze, die ist gerade vor meiner Nase. Greifarm der Kraken. Okay. Ich hätte gerne noch irgendeine Lampe oder so. Und meine Katze Kl macht sich irgendwie gerade bequem auf meiner Tastatur. Nee. Entschuldigt, wartet mal. Ja, okay. Ach. Okay, was habe ich denn hier? Undichte Tiki-Barwand. Barwand. Okay. Ich habe das, glaube ich, noch nie großartig benutzt gehabt. Ich brauche, da ist eine Kerze. Wunderbar. Ich wollte nämlich irgendwie sowas in die Richtung. Sehr gut. Okay. Also wie gesagt, ich möchte gar nicht so viel, so viel reinholen irgendwie. Genau. Ich möchte einfach nur gucken, dass wir. Okay, wir sagen mal willkommen. Ich meine, momentan ist sie ja selbstsicher. Okay. Sagen wir erstmal willkommen.
Super. Was war das? Aha. Oh. Okay. Ah, Grumpserie. Vielleicht sollten wir auch einfach mal ein Techtelmechtel machen, wobei dann wären Quattro, wir eher kokett als Johnny, alles andere. John. Sanft küssen. Clement. Oh, Suavity. jawohl. Oh. Snurs with Vampa. Arb. Okay, sie müsste eigentlich auch mal auf die Toilette gehen. Okay, ich gehe mal mit ihr auf die Toilette. Wie ein Champion Wieseln. Genau, hör mal auf zu plaudern und geh mal nach hinten. Und dann würde ich mal wieder gucken, ob ich ihm sagen kann, herbeirufen oder so. Aber ich weiß immer nicht, wo ich das finden kann. Tja. Bitten zu helfen, bitten sich zu entspannen, bitten zu helfen. Okay, also das ist, weil er ein Übernachtungsbesuch ist. Ich weiß halt sonst nicht, wie ich beschämt. Wobei, wenn ich mich einpiesel, könnte ich auch beschämt werden. Ja, Reste nehmen. Okay, er hat noch nicht alles aufgefuttert. Hey, was macht er hier? Er kommt rein und holt sich Wasser. Ist er eine Meerjungfrau? Weil der. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, als ob die Leute hier immer mal kommen und Wasser trinken oder so. Das finde ich sehr merkwürdig eigentlich. Okay, dann gehen wir nochmal ein bisschen weiter fortsetzen. So, wann muss sie arbeiten? Okay, wir haben jetzt Sonntag und Montag frei und sonst von 9 bis 13 Uhr. Wir müssen noch ein bisschen Charisma üben. Oh, ich habe noch eine andere Idee, um beschämt zu werden. Ich habe eine neue Marotte, Feinschmecker. Oh Gott. Ja, nee, sie malt jetzt erstmal das Gemälde. Ich hoffe mal, wir sind bald fertig damit. Ja, wir sind. Nee, wir sind noch nicht fertig. Ich dachte schon, weil sie aufgehört hat zu malen. Was war das? Ah, Sporttag, ja, okay. Das erschreckt mich immer wieder, dieser Sporttag. Ich würde ganz gerne dieses Gemälde erstmal fertig malen. Ja, Moment, wartet. So, wir haben die 5 Gemälde tatsächlich geschafft. Das machen wir nochmal hier rein und mache ich. Wo habe ich denn den Rahmen? Da. Und dann geht sie jetzt hier mal reden üben. Irgendwann muss Uku ja mal auf Toilette gehen. Ich weiß nicht, ob er halt reinkommt, während sie hier am Quatschen ist. Ich meine, ich glaube, er kommt nicht an mir vorbei. Das könnte sein. Ja, auf jeden Fall, die zwei quatschen halt hier. Genau, ich bin jetzt Charisma 2. Hey, das ist meine Leinwand. Habe ich das bezahlt jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch, wie man wütend werden könnte. Das weiß ich vielleicht eher als das beschämt werden. Wobei, ich lasse einfach sie nicht auf die Toilette gehen. Ich lass sie einpieseln. Und vielleicht mache ich mit dir Entschuldigung, aber es ist mein. Es ist mein, warte mal, streiten. Streiten über Karriere, meinetwegen. So. Ich komme mal hierher. Wir gucken mal, dass wir wütend werden oder dass der andere wütend wird. Schauen wir mal. Achso, nee, ich will ja streiten. Moment, gemein. Streiten. Über Karriere, über Musik streiten wir dann. Oh Gott, er hat ja das Bild schon fertig, oder? Das kann ich sogar verkaufen. Anbrüllen. Die beiden fehlen mir halt noch. Und schon. Bisschen wütend. Ich bin zu selbstsicher. Das muss noch ein bisschen. Also nochmal mehr über Karriere. Ich weiß nicht, was er für eine Karriere macht, aber. Gemein, streiten, anbrüllen. Streitverlierer. Oh je, ich habe den Streit verloren. Okay, bösartig. Böse, verbotene Wörter um die Ohren brüllen.
Weiß nicht, ob das vielleicht besser geht. Und ihn ein bisschen bösartig werde, beleidigen. Oh Gott. Ist er wütend? Nee, er ist traurig. Oh Gott, er ist traurig. Warum bist du nicht wütend? Über Politik streiten. So, das verkaufe ich. Dein schönes Bild. Okay, irgendwie klappt das nicht so, wie ich das möchte. Ich habe schon wieder den Streit verloren. Wartet mal. Ich guck mal, weil ein bisschen. Aber ich bin nicht wütend genug. Was macht er? Ich meine, er stapft doch so ein bisschen. Er muss doch wütend sein. Ich kann doch auch hier wütend, also den wütenden Sim beruhigen. Wartet mal. Wo könnte das denn drin stehen? Versuchen zu beruhigen. Hier. Ist es das da? Komm schon, komm hierher. Was macht sie denn da hinten? Komm mal her. Komm, komm, komm. Sehr wütend. Jetzt bin ich sehr wütend. Okay, wenn es nicht klappt, ihn zu beruhigen, kann ich mich jetzt gleich. Oh, oder auch nicht. Okay, dann gehen wir nochmal ganz kurz in den Kampf. Ich kann mich doch hier beruhigen, oder? Das ist doch. Oh Gott. Entschuldigung. Aber du musstest jetzt gerade dran glauben, weil ich echt wütend werden will. Ich bin immer noch selbstsicher. Mein Besuch kriegt dann nichts mit von. Ach nee, der schläft schon, okay. So, er ist nämlich auch jetzt auf jeden Fall wütend und ich bin auch noch, ja, vermöbelt worden. Oh Gott. So. Okay, lass mich nochmal lesen. Wähle einen wütenden Sim und versuche ihn zu beruhigen oder wähle einen Spiegel und beruhige deinen eigenen Sim. Ja, bewundern, sich frisch machen, selbst motivieren, debattieren, Outfit. Nein, hier ist es auf jeden Fall nicht. Und ich habe ihn eigentlich noch versucht vorhin zu beruhigen. Das hat aber nicht geklappt. So, jetzt gucken wir mal. Zuwendung, Geschenk geben, nein. Beruhigen, wo könnte das denn drin sein? Smalltalk? Outfit, Fotos, überwind, versuchen zu plaudern, Komplimente, tiefgründig entschuldigen, nach einem Kampf Frieden schließen, Streit schlichten, das alles nicht beruhigen, ne? Arsch, nö. Beschwerden. Geschichten macht auch keinen Sinn. Hoppala. Nee, da war nur das Entschuldigen, ne? Hobbys ist eigentlich doch auch nicht wirklich. Interessen. Also wenn ich es jetzt nicht gerade überlesen habe, finde ich das ein bisschen doof. Ich kann ihn nicht beruhigen. Doof. Blitzen lassen. Aber entschuldigen. Nach Hause schicken. Lustig kann ich ihn ja wohl auch nicht lustig beruhigen oder so. Ich habe ihn vorhin versucht zu beruhigen. Das hat nicht funktioniert. Romantik, gemein, Unfug, das wird ja wohl da auch nicht drin sein. Da mache ich nur weiter. Gemein ist eben das, was sie die ganze Zeit gemacht hatten. Beleidigen, Getränk werfen, spotten, Feind erklären, verspotten. Ich will ihn nicht zum Feind erklären. Wenn ich sage entschuldigen, ist das auch eine Art beruhigen? Ich meine, er ist eigentlich sehr traurig, ne? Und nicht. Also auch wenn die wütend Leiste voll ist, aber er ist eher traurig, glaube ich, als wütend. Lamina Kabar. Stone. Chalub.
Aha. Mehr Jungfrauen nachahmen. Quazaru, Jongi, Jarb. Ich streite nochmal über die Karriere. Ich habe die Schelmenfähigkeit erworben. Andeuten Mutter sein Lama. Oh Mann, ich krieg's nicht hin, tatsächlich. Ich dachte halt, dass die selbst wütend genug ist, dass ich mich beruhigen kann. Aber die Selbstsicherheit ist irgendwie so stark, dass die drei wütend hier keine so Rolle spielen. Schubsen. Hier, ich schubs dich nochmal. Vielleicht wird er ja doch noch wütend. Er ist jetzt inspiriert. Mit Handschuhe reinlegen. Warum ist das jetzt weg? Hallo? Jetzt ist es wieder da. Er ist verletzt, schwillender Groll, und zornig. Hier ist er schon zornig, aber irgendwie... Getränk werfen. Ich gucke zwischendurch mal, ob ich mich selbst noch entwütend machen kann, aber irgendwie klappt das nicht. Er muss aufs Klo. Ich sag nochmal entschuldigen. Oh oh. Zuerst ein Getränk ins Gesicht und dann entschuldige ich mich. Du bist mein Spielpartner. Es tut mir leid, aber ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so wütend. Er geht aufs Klo. Achtung, wartet mal. So, Hände waschen. Komm, geh mal rein. Hände waschen. Beschämt werden. Komm schon. Los, bevor er wieder aufsteht. Verunsicherheit. Nee, das reicht auch nicht aus. Mann. Okay, sie geht jetzt ins Bett. Oh, wo ist Uku hin? Uku? Uku? Ist er weggegangen? Der hat doch geschlafen gehabt. Vielleicht ist er an den Strand oder so. Er ist immer noch da und ja. Ich wollte ja eigentlich doch mir einen Staubsauger kaufen, gell? Da ist Uku. Das war schlecht, Uku. Na, aber ein Vielfraß stört das wahrscheinlich nicht. So, wie man sieht, für mich ist gerade wütend und beschämt werden eine kleine Schwierigkeit. Also das fällt mir gerade am schwierigsten. Muss ich noch ein bisschen überlegen. Wie gesagt, ich werde nicht auf die Toilette gehen. Dann pieselt sie sich ein. Das ist oft eher auch ein sehr gutes Beschämtsein. Und er geht jetzt. Und ja, ich muss mal überlegen, was mich wütend machen könnte. Abstimmung wurde eröffnet. Okay, schon wieder. Achso, wir haben schon wieder Freitag. Ich habe, glaube ich, mit ihr am Freitag angefangen oder so. Nee, geh nicht pieseln. Geh mal das aufräumen. Ja, ja, geh mal aufräumen. Und dann kannst du das essen. Diese Käsekrecke hat irgendjemand hingestellt. Jetzt ist sie schon wieder selbstsicher. Ah, ich bin erstmal auf die Toilette. Oh nein, und dann bin ich natürlich auf der Arbeit auf die Toilette gegangen. Logisch. Klar. So. Okay, dann, achso, ich möchte noch Post holen. Da war doch was. So, ich habe einen Urlaubstag. Nee, jetzt brauchst du es auch nicht essen. Warum bin ich so selbstsicher? Weil ich die Angst besiegt habe. Was habe ich? Okay, ich habe irgendwas rausgeholt. Abstimmen. Ach so, ich habe hier irgendwie Briefe oder so. Ah, hatte ich mich an der Uni angemeldet? Könnte sein. Teilen bedeutet kümmern. Dieses Fahrrad, das könnte dir gehören oder jedes andere Fahrrad. Ich weiß nicht, das kenne ich auch noch gar nicht so wirklich. Körperliche und geistige Bewegung, das finde ich eigentlich ganz gut. So, das eine war mein Bild, das ich noch gemalt hatte. Das machen wir mal hier. Das ist ja nur ein kleines gewesen.
Und das hier war, genau, öffnen, Stipendium, Bildung für Stipendium, Wert 500. Und auch nochmal, oder? Ach so, warte mal, so. Oh. Okay, also nur eines. Na, okay. Muss ich noch irgendwas? Nee, da muss ich nichts machen. Ich müsste eigentlich noch hier Mahlzeiten machen. Ich gehe auch mal was kochen. Ich mache mal. Was könnte sie machen? Mini-Hamburger mit Huhn, so eine Viererportion. Ugo hat ja immer irgendwann Hunger. Ansehnliche Stipendien. Dann weiß ich gar nicht, haben wir uns schon beworben gehabt an der Uni? Universität bewerben. Da sie ja irgendwas mit Kunst gerne machen möchte, würde ich da irgendwie in diese Richtung einfach gerade mal ein bisschen gehen. Wobei ich natürlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte mit ihr irgendein anderes Szenario machen, weiß ich nicht, ob es dann passen wird. Schauen wir einfach dann. Weil ich halt noch nicht weiß, welches Szenario es sein wird. So, das mal in meinen Kühlschrank. Genau, sie geht gerade mal was essen. Das können wir noch aufräumen. Hatten wir eigentlich schon ein Techtelmechtel? Nee, wir hatten noch kein Techtelmechtel, ne? So, wir bewerben uns gerade mal an der Uni. Ist unterwegs. Ach so. Okay. Komm, könnten wir nicht mal neben Baby machen? Dazu bin ich noch nicht bereit, aber ein Techtelmechtel. Kommt. Machen wir mal. Wenn du schon hier bist. Ich habe auch noch nicht wirklich viel halt hier umgeräumt. Also wir hatten, wie gesagt, ja diese Erbschaft und dann könnten wir eigentlich auch ein bisschen umräumen hier. Die Wände vielleicht machen, weil gerade die sind ja nicht so toll. Vielleicht, eigentlich fände ich es auch viel schöner, wenn halt das Bad auch in der Nähe ist und nicht so weit weg. Ja, wenn man das irgendwo hier anschließen könnte oder so. Beziehungsweise. Es ist Techtelmechtel. So, Gewürzfestival, okay. Was machst du jetzt? Chatten, okay. Geh mal duschen, komm. Nachdenkliche Dusche. Oh. Ja, geh mal duschen, komm. Oder geh mal hier hin. Können wir hier hin Hände waschen? Okay, sie ist nicht beschämt. Wir sind auch viel zu selbstsicher, ganz ehrlich, ja. Was war das? Nach drinnen laufen, ach so. Aber da ist doch ein Dach drüber. Duschen. Geh doch mal eine nachdenkliche Dusche. Ego! Ich habe gehört, dass der Blasenmacher auf dem Gewürzfestival ein paar tolle Aromen zu bieten hat. Begleitest du mich? Okay, bring ein paar Freunde mit. Wir nehmen den Uko mit und gehen mal zum Gewürzfestival. So, aber ich denke, da machen wir das nächste Mal dann weiter. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wütend und beschämt. Die zwei Sachen fehlen uns noch. Bin noch sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Aber jetzt für das Erste sage ich einmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Eure Sagi Neider.